King of the Streets ist zurück. Wir schauen uns heute ein paar dieser wilden Fights an. Außerdem haben wir einen Live-Gast dann dabei, den Tom aus Dortmund. Der hat nämlich schon ein paar Mal bei King of the Streets gekämpft. Beziehungsweise war schon ein paar Mal dort live anwesend. Mit dem werden wir uns gemeinsam das ganze Zeug anschauen. Er wird uns dann noch ein paar Sachen darüber erzählen. Vielleicht die eine oder andere Real-Life-Story. Ich habe so ein... wie soll ich das sagen? So ein Hass-Liebe-Verhältnis zu King of the Streets. Wegen dem Boden. Einerseits feiere ich die Kämpfe, andererseits finde ich das halt mit dem Boden halt auch echt zu heftig, ne? Aber ihr habt es euch alle gewünscht, dass wir uns das mal zusammen anschauen. Dieser gut aussehende junge Mann, das ist der Tom. Du kannst dich gerne mal kurz vorstellen, wenn du möchtest. Ich bin der Tom. Ich komme hier aus dem Ruhrpott und ja, wie Edmund schon sagte, viele kennen mich von den KOTS-Kram oder sonst irgendwie von Instagram oder sonst irgendwas. Ja. Mehr gibt es schon gar nicht mehr zu mir zu sagen. Tom, mit welchem Video wollen wir anfangen? Wie du magst, such dir was aus. Hier, das mit dem 333. Das ist auf jeden Fall der stärkste Kampf, so, der hochgeladen wurde, würde ich behaupten. Wofür steht dieses 333? Die Person wollte ihren Namen nicht hergeben. Alleine die Optik von King of the Streets ist halt immer so, man weiß genau, was einen gleich erwartet, wenn man hier die Gitterzäune sieht und den Boden und die ganzen Leute maskiert, ist halt schon wild. Ja, die so. Ganze Atmosphäre da ist wild. Wir haben den Damian Highlander Gorski, Street Fighter aus Polen, MMA ist sein Kampfsport-Hintergrund, 85 Kilogramm wiegt er, 1,82 Meter ist er groß. Auf der anderen Seite haben wir eben 333, den anonymen Fighter aus Köln, Hooligan aus Deutschland. Boxen und MMA ist sein Hintergrund. 85 Kilogramm wiegt der gute Mann. 1,80 Meter ist er groß. Also, ich platziere meine Wette auf jeden Fall auf den guten 333. Ja, das ist ein Kollege anscheinend von dir. Wie, ihr kennt euch? Ja, sehr gut sogar. Okay, dann gehe ich mit dem Mann. Der Pole will auf jeden Fall nicht lange irgendwie Zeit verstreichen lassen und geht direkt in den Vorwärtsgang. Immer wieder mit dem Low Kick. Wie ist der Sound, Freunde? Hört ihr das alles anständig oder soll ich lauter machen für euch? Das ist ganz schön wild, der Pole, ne? Ja. Aber wieso tippt er ihm da gerade auf die Schulter? Ah, okay, sein Schulter. Ja, Jungs, ganz ehrlich. Schaut mal, wie fair das Ganze jetzt war. Der hat direkt gesehen, dass sich sein Shirt über den Kopf gezogen hat und anstatt das irgendwie auszunutzen und ihn weiter drauf zu hauen, klopft er ihm auf den Rücken und lässt ihn einfach das Shirt erstmal korrigieren. Ja, das ist auf jeden Fall fairer als viele andere Veranstaltungen. Die Sache mit der Ehre wird da relativ groß geschrieben, ja. Auch mit dem Verhalten gegenüber. Da treffen viele Fußballszenen aufeinander, so wie hier jetzt Dortmund. Zum gleichen Zeitpunkt war Gladbach auch da, wo auch ein Kampf hochgeladen wurde. Und wer sich so ein bisschen im Fußballgeschehen auskennt, weiß natürlich, dass das sehr verfeindete Gruppen sind. Und da trifft halt wirklich alles Mögliche aufeinander, auch politisch. Rechts, links, bei KOTS gibt es keine Politik, kein Fußball, keine Religion, das ist scheißegal, da wird nur gekämpft. Und so ist das auch mit allen anderen, die drumherum sind. Ja? Es gibt da keinen Streit oder sonst irgendwas, da gibt es keine Schlägereien. Was du machen kannst, wenn du Ärger mit irgendjemandem hast, du kannst ihn herausfordern und sagen, ey, pass auf, wir kämpfen. Entweder das ist lässt cool. Der eine sich darauf ein oder halt nicht. Aber sonst gibt es da keinen Ärger. So, weiter geht's. Gute Treffer von unserem Mann. Kick abgefangen. Takedown-Versuch. Oh yeah. Also keiner will hier wirklich in den Bodenkampf, ne, wie man sieht. Nee, man sieht auch ganz klar, würde ich behaupten, dass höchstere Boxfische können von 333. Der hat sehr schöne Beinarbeit, wie er sich jetzt hier gerade gut bewegt hat. Viele Amateurkämpfer, auch unter anderem Profikämpfer im Boxen, Europameister im Kickboxen, also starker Mann. Der Pole hat schon einen Cut am Kopf. Warte mal, gab es bei King of the Streets Runden? Ich glaube nicht, ne? Nein. Keine Rundenbegrenzung, also einfach durch, bis einer Knockout ist, ne? Genau, bis einer Knockout ist oder aufgibt.
Ah, ist auch verdammt wild. Junge, da braucht man so viel Kondition. Das war ein gefährliches Knie. Schöne 1-2 von unserem Mann jetzt hier, wieder im Vorwärtsgang. Presst jetzt den Polen mit dem Rücken an das Gitter. Also ich glaube, von dem, was ich bis jetzt sehe, ich glaube, der Pole ist körperlich vielleicht ein bisschen kräftiger. Aber ich glaube, der Kollege 333, sage ich jetzt mal, heißt der, ist technisch auf jeden Fall viel besser als er, glaube ich. Ja. Oder er lässt sich auf dieses Gerangel absichtlich nicht so mit so viel Kraft ein, damit er ein bisschen sparsamer ist mit seiner eigenen Energie. Ja, beide jetzt auseinander, Distanz geschaffen. Jetzt im Stand-up sollte unser Mann wahrscheinlich wieder die besseren Aktionen bringen. Aber der Pole taucht direkt wieder auf, geht in den Nahkampf und klammert hier wieder. Der weiß schon, was ihn erwartet, wenn er stehen bleibt. Und jetzt wird's gefährlich. Das Publikum rastet komplett aus. Irgendjemand von draußen schreit voll das wilde Zeug rein. Ey, da bist du doch. Ich hab dich entdeckt. Warte, ich sehe dich doch da hinten. Habe ich gleich mal dein Gesicht gesehen. Der Einzige, der nicht maskiert ist und das Gesicht sticht sofort heraus. Ja, da kommt auch wieder die Thematik mit dem Betonboden, ne? Ja, ist halt nicht so. Jetzt geht's rund. Jetzt deckt er ihn nochmal richtig zu. Ist King of the Streets wirklich legal da drüben? Schwer zu sagen. Also eher nein, so würde ich mal sagen, ja. Also, nach dem Kampf erzähle ich mal eine Geschichte ganz kurz. Das war der letzte Kampf an dem Tag. Erzähle ich gleich mal. Okay, ich bin gespannt. Was da noch so abging. Da ist der Gegner übrigens jetzt links im Bild, gegen den ich gekämpft habe mit der Cap. Ah, stimmt. Jetzt erkenne ich ihn noch. Hat er auch selber seitdem mal wieder gekämpft? Nee. Der gute Mann ist aber auch schon ein ganzes Stück älter. Der hat 2001 schon bei Eurosport gekämpft. Das braucht unglaublich viel Energie. Jeder, der mal irgendwie im Boxring stand oder im Ring allgemein stand und mal nur 2 Minuten gekämpft hat oder 3 Minuten eine Runde gekämpft hat, weiß, wie anstrengend das Ganze ist. Und danach hast du ja noch dazwischen noch die Pausen, noch eine Minute Pause zum Verschnaufen und dann geht's wieder weiter. Du gibst ihm jetzt hier gerade von außen auch Kommandos, ne? Ja. Was hast du ihm da gesagt? Zumindest, dass er mit dem Kopf weiterarbeiten soll, Kopfnüsse rausarbeiten. Ja klar, darf man ja natürlich, ne? Bei King of the Streets ist es ja erlaubt. Da ist es erlaubt. Alles. Gibt es irgendwas, was da nicht erlaubt ist? Nein. Ist alles erlaubt. Ja, da war eine Kopfnuss, da hat er gerade das eingesetzt, was du gesagt hast. Ah, das ist so. Da war ein. Der Pole hat da gerade einen heftigen Uppercut rausgehauen, Mann. Zum Glück hat er nicht getroffen. Der kam richtig aus der Hölle. Ja, der hat Power. Der hat ordentlich Power. Ich würde den Jungs sogar echt gerne mal eine Pause geben, damit sie einfach frisch wieder weiterkämpfen können. So, ich feiere das, dass sie einfach nur eine Runde kämpfen, ne? Weil es halt echt hart. Aber ich glaube, für das Kampfgeschehen wäre das ein bisschen besser, wenn die auch mal kurz Zeit zum Verschnaufen hätten und dann wieder richtig Vollgas geben können. Das würde ich ein bisschen mehr feiern, glaube ich, persönlich. Ja gut, aber dann wird auch der Flair ein Stück weit kaputt gehen. Ja, das ist halt das, ne? Bei mir ist das halt einfach nur die reine Kampfsport-Sache. Und da ist halt nochmal ein bisschen mehr diese Acker, diese Straße. Gute Bomben jetzt. Ist alles erlaubt? Gab's schon mal welche, die in die Eier kickten oder gebissen haben? Hat jemand gefragt. Es ist erlaubt, ja, aber es ist ein Stück weit eine Ehrensache, ne? Am Ende regelt ganz oft Karma das Ding, das mit Eier treten, Augen stechen und so beißen. Ist nicht gerne gesehen, man kann es machen. Warte mal, jetzt ist es richtig laut geworden, jetzt deckt er ihn, jetzt hier ein Knie, ein paar Schläge hinterher zum Körper, der Pole verteidigt sich nicht mehr. Ich glaube, der ist kurz davor aufzugeben.
hält die Deckung hoch, kassiert hier noch zwei, drei Knie, versucht sich zu verteidigen, noch ein paar Fäuste hinterher und der Referee geht dazwischen. Junge, Junge, holy, wer ist das denn, Digga? Wer ist das? Wer ist der Typ? Wer ist das? Das ist auch ein guter, guter, bekannter Kollege. Kämpft er auch? Nicht da, nein. Der Junge, der ist aber richtig wild, der Kollege. Der schmeißt hier, der springt hier rein wie Hulk höchstpersönlich. Er sieht auch, also ich würde mal sagen, der Typ ist auch gefährlich, der jetzt hier gerade reinmarschiert ist, so vom ersten Anruf. Kann man so sagen. Am Ende hat einfach die Technik von unserem Mann, vielleicht die körperliche Kraft oder die körperlichen Vorteile von ihm einfach übertrumpft. Ja, aber die Ausdauer, die hat auch irgendwann Ende gemacht bei ihm. Aber es war auf jeden Fall echt ein spannender Kampf. Ja, zu der Frage komme ich nochmal zurück, die am Anfang gestellt wurde, ob das legal ist oder nicht. Nachdem der Kampf zwischen 333 und dem Polen stattgefunden hat, das war der letzte Kampf des Tages, standen wir noch innerhalb der Halle und konnten von innen dann draußen Rennereien beobachten, wo man erst dachte, dass irgendwelche Gruppierungen da eine kleine Streiterei austragen würden, bis dann halt ganz schnell reingeschrien wurde, Cops, Cops, und dann ganz schnell klar wurde, dass die Polizei da am Rücken ist. Die Halle von der Veranstaltung befindet sich auf so einem großen Industriegelände, was vorne mit so einem großen Metallgatter abgesichert ist. Und somit konnte die Polizei gar nicht so schnell aufs Gelände stürmen, wie sich einige Leute, unter anderem ich, aus dem Staub machen konnten. Ja, und so wurden auch einige Leute kontrolliert. Auch aus Deutschland wurden Leute kontrolliert. Es gab aber keinerlei Nachspiel, soweit ich weiß. Aber es kommt schon mal vor, dass die Polizei da anrückt und ein bisschen Theater macht. So, wir haben aber noch ein paar andere Fights. Wir haben noch drei weitere. Die sind relativ kurz. Also ich Oh Gott, Junge, ich sehe das Thumbnail hier gerade schon. Und das sieht übertrieben gefährlich aus. Da muss ich reinklicken hier. So, warte mal. Wir haben... Hey, hey, die Jungs sind wild. Schubsen sich direkt. Warte mal, wir haben auf der linken Seite Jimbo. Wrestling, also Ringen und Streetfighting ist sein Kampfsport-Hintergrund anscheinend. Aus Dänemark, 78 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß. Und dann haben wir Tommy, ein Streetfighter aus Schweden, 77 Kilogramm, 1,85 Meter groß. Jimbo sieht schon sehr, sehr wild aus. Der kann es gar nicht erwarten, jetzt hier gleich loszulegen anscheinend. Warte, Jimbo war der mit der roten Short, ne? Richtig. Okay. Oh, Jimbo sucht den Nahkampf. Jetzt hat er ihn. Oh nein, jetzt kommt das Thumbnail-Bild. Ey, schön geworfen. Oh, jetzt wird's gefährlich für den Kollegen. Aber das war auch ein verdammt sauberer Wurf, Mann. Und nochmal. Und nochmal. Ey, gleich wie mit einer Ringerpuppe wirft er ihn jetzt hier durch die Gegend. Ey. Aber Tommy hält sich gut. Oh Gott, noch ein Wurf. Ah, yeah, yeah. Ja, der wirft ihn nochmal. Junge, der spielt mit ihm hier gerade rum wie mit so einer Ringerpuppe beim Training. Ein Wurf nach dem anderen. Ah ja, der Referee sollte jetzt langsam dazwischen gehen, glaube ich. Da kann ich nicht hinsehen, Mann. Das ist etwas, was ich gar nicht feiere. Das feiere ich halt gar nicht. Aber ich will mal diesen ersten Wurf sehen. Ich schwör's euch, der hat ihn so sauber geworfen und ihn richtig verschont, habe ich das Gefühl. Er hat ihn sauber auf dem Rücken aufkommen lassen, anstatt ihn auf den Nacken zu werfen. Schaut mal, hier, Bart. Also ich denke, der hätte diesen Wurf schon viel, viel gefährlicher gestalten können, wenn er Bock drauf gehabt hätte. Ja, aber ja, normalerweise landet dieser Wurf ja eigentlich auch auf Kopf oder Nacken. So, zwei Videos haben wir noch übrig. Mladen gegen Yaki.
Lass mal das noch anschauen und danach noch den anderen. Dazu muss man sagen, Mladen ist auch aus meinem Kampfsportteam. Warte mal. Mladen gegen Yaki und der trainiert bei dir im Team? Ja, wir sind quasi ein Team, richtig. Na dann, ihr wisst, auf wen wir wetten müssen, Freunde. Wir müssen mit Mladen gehen. Mladen, Street Fighter aus Serbien bzw. aus Essen. Taekwondo und MMA ist sein Kampfsport-Hintergrund. 69 Kilogramm Kampfgewicht, 1,83 Meter Körpergröße gegen Yaki, den Street Fighter aus Deutschland, auch Schrägstrich Iran. MMA ist sein Kampfsport-Hintergrund, 66 Kilogramm auf 1,78 Meter. Von wem ist das Blut auf dem Boden? Von einem anderen Kampf auch. Vom Den, selben ich weiß Tag, gar nicht, ob ja? der schon hochgeladen wurde. Ja. Was für ein Headkick hier direkt erstmal. Der ist gefährlich, der Mann. Ja, da sieht man der Taekwondo-Hintergrund, da sieht man halt direkt erstmal die stabilen Kicks, die der Mann bringt. Der Kollege Yaki sollte vielleicht nicht die lange Distanz in diesem Kampf halten. Ah, direkt auf den Kopf. Unterhose verliert, sagt jemand. Der hampelt schon so merkwürdig rum. Ich würde das jetzt nicht eine Unterhose nennen. Oi! Die Kopfnuss gegen die Glatze. Ich muss nur aufpassen, dass sich da bei ihm nicht selbst ein Cut öffnet. Er beschwert sich jetzt hier gerade über diese Kopfnuss. Hat ihm anscheinend ordentlich wehgetan. Ja. Ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Ich glaube, das ist echt der Kampf, wo man am meisten sieht, was für eine Auswirkung der Betonboden hat. Weil wenn man den Kampf sich anguckt und den Ton relativ laut schaltet, hört man ganz klar, wie sein Kopf auf den Beton aufschlägt. Und das hat auch zum Ende sehr, sehr stark mit dazu getragen. Mladen hat den Kampf gewonnen. Wir haben noch einen Kampf, Freunde. Und danach ist es Storytime. Hier, Machete. Oh, gefährlicher Name. Machete ist der, gegen den ich hätte kämpfen sollen und wo der Kampf hoffentlich bald auch nochmal irgendwann kommt. Das Wieso hast steht du auch. nicht gekämpft gegen ihn? Ich war zu dem Zeitpunkt verletzt vom Ellenbogen her, hatte eine Schleimbeutelentzündung. Hm. Die zieht sich immer sehr, wer es kennt. Wilder Name, Machete. Erinnert mich an Ding, an diesen Mexikaner, den Film da. Kennst du den? Aber passt zu ihm, muss man gestehen. Bin mal gespannt. Okay, also links Machete, Street Fighter, Afghanistan Schrägstrich Schweden, Muay Thai und MMA ist sein Hintergrund, 65 Kilogramm, 1,68 Meter Körpergröße. Auf der rechten Seite haben wir Rostoha. Ist es sein Name? Rostoha. Rostoha? Street Fighter aus Deutschland, Schrägstrich Kroatien. MMA 63 Kilogramm, 1,75 Meter. Der Kollege Machete nimmt sich erstmal gar nicht die Kopfhörer ab. Der chillt hier gerade noch, hört sich ein bisschen Helene Fischer wahrscheinlich an, ne? Boah, Junge, der ist wild. Machete legt hier gleich los. Der verschwendet gar keine Zeit. Oh mein Gott, was für Treffer. Choken darf man nicht, ne? Rear Naked Choke und so ist gar nicht erlaubt. Darf man, wenn man es, also es gibt die Möglichkeit, das abzuklären, ja? Das ist die einzige Möglichkeit, quasi ein Regelwerk einzuführen. Und das halt wirklich mit Choken oder Submissions oder No Submission zu tun. Also wenn beide Fighter sagen, pass auf, wir machen komplett MMA mit Bodenkampf, mit Grappling und so, dann ist es erlaubt. Genau. Submissions. Aber das ist halt auch wirklich der einzige Weg, um da irgendein Regelwerk einzuführen. Und das geht dann auch wirklich nur bloß um Submission. Aber das gab's noch gar nicht, ne? Ich habe es noch nie gesehen bis jetzt. Nee. Also das Regelwerk ja steht, aber es wird halt nie so zu Ende geführt. Oh, der Kampf ist vorbei. Machete hat kurzen Prozess gemacht. Der Typ ist wirklich wild, Mann. Ja, sehr starker Junge.
Nach seinem Kampf ist er einfach nach Hause gejoggt. Okay, kann man machen. Ja. Das, der lebt auf jeden Fall den Lifestyle direkt nach dem Kampf. Aber Junge, was hat der 68 Kilogramm gehabt? Das glaube ich auch nicht. Das safe keine 68 Kilogramm von seinem Körperbau. Nein, nein, nein. Jetzt mal, also, ich habe, wenn man, wie gesagt, wenn man ein bisschen im Kampfsport aktiv ist, ein bisschen hat man ein Auge für Gewichtsklassen. Der ist größer als er. Angeblich 2 Kilogramm schwerer. Aber bei der Gegenüberstellung sieht man schon, dass er wirklich, bitte, schaut euch mal den Oberkörper alleine an, von Schulter zu Schulter, wie breit er ist. Okay, der Kollege trägt ein bisschen schwarz. Schwarz macht ein bisschen schmaler optisch. Aber ich würde mal behaupten, der hat safe an die 73, 74 gehabt. Also wirklich safe. Auch die Beine, man sieht echt, also der ist fit und auch ein bisschen von der Physis her stärker. Ja, kräftige Oberarme, kräftiger Rücken. Ja, die Beine, ja, ziemlich breite Beine auch. Nein, niemals hat er 65 Kilogramm. Niemals. Was ist Acker? Ja, hier, lass den Experten erzählen, was Acker bedeutet. Was bedeutet Acker, mein Freund? Ja, ich würde sagen, Ackerkämpfe würde der ein oder andere einfach anders beschreiben. Ich beschreibe das mal so, dass man sich trifft mit verfeindeten oder auch nicht verfeindeten Mannschaften vom Fußball oder Hooligan-Gruppierung und sich dann in der gleichen Zahl quasi gegenübersteht und an verschiedenen Orten wie in Wäldern oder auf Feldern eine Auseinandersetzung liefert, die dann natürlich komplett ohne Waffen abläuft. Heißt dann einfach ein Faustkampf, der aber so ähnlich abläuft wie bei King of the Streets. Das heißt, wenn jemand auf dem Boden liegt, dann geht es halt trotzdem weiter. Wenn jetzt zum Beispiel einfach 20 Leute gegen 20 Leute sich auf dem Feld boxen, das ist quasi Acker. Ihr habt es gehört, Freunde. Ja, also eine ganz, ganz wilde Veranstaltung. Nicht ganz öffentlich meistens, damit keine Kollegen in Uniformen auftauchen können und das Ganze ein bisschen durcheinander bringen. Wer hat die krasseste Szene? Welches Land hat die krasseste Szene, was das Ganze angeht? Boah, Ukraine, Russen sind schon stark. Wobei ich mich jetzt echt auf kein Land irgendwie einigen würde oder sonst irgendwas, aber die haben schon sehr, sehr starke Truppen. Da ist es halt oft auch so, dass dann Leute in einem Gewicht von 70 bis 80 Kilo sind und die trotzdem dann 100 Kilo Leute durch die Gegend schleudern, wo man sich dann fragt, ob die, weiß nicht, auch in einen Zaubertrank gefallen sind als Kinder. Der eine fragt, und zwar Camp Scorpion sagt, welchen Kampfsport macht Tom? Womit hast du nur angefangen? Also ich habe ursprünglich damals mit MMA angefangen, im Alter von 16 Jahren. Habe bei uns in der Stadt einen kleinen Verein gefunden. Ja, und habe da halt angefangen mit MMA. Bin dann aber rüber ins K1 gekommen. Ja, so lief das quasi ab. Und dann wieder aus dem K1, dann habe ich mehr K1 gekämpft. Oder habe mich da dann ausprobiert und bin dann wieder rüber ins MMA gekommen. Wie alt bist du aktuell? Aktuell bin ich 22. Also 6 Jahre jetzt Kampfsport ungefähr. Ja. Wie sieht eine gute King of the Streets Vorbereitung aus? Das ist interessant. Puh. Training, Training, Training. Ja, es ist schwer zu sagen. MMA, ne, grundsätzlich ein bisschen Boden mit reinbringen, ein bisschen Takedown-Defense für mich. Ich bin nicht so der Bodenkämpfer, deswegen halt viel auf Takedown-Defense. Ich habe zur Vorbereitung zu meinem Kampf viel mit meinem Boxtrainer Eddie zusammengearbeitet, wo unter anderem der Mladen, dessen Kampf auch jetzt gerade hochgeladen wurde, auch seine Vorbereitung gemacht hat. Und ja, also viel klassisches Boxen. Also eigentlich so ein Allrounder versuchen. Ne? Es ist schwer, sich auf irgendwas zu spezialisieren dabei. Ja, man hat aber auch nicht, also muss man ehrlich sagen, so auf dem Beton hat man ja auch nicht allzu viel Bock auf Bodenkampf. Ja? Nicht unbedingt. Also das Wichtigste ist wirklich halt, dass man vom Kopf her fit ist. Und das zählt echt am meisten da. Also da, es ist egal, ob du kämpfen kannst oder nicht. Klar, wenn jetzt so ein Simon, den man von da aus kennt, vor sich hat und gar nicht kämpfen kann, ist das schlecht. Aber das Wichtigste ist einfach, dass der Kopf stimmt. Wie ist der Unterschied? So jetzt für die ganzen Jungs, die vielleicht noch nie gekämpft haben, weder mit Boxhandschuhen noch MMA-Handschuhen noch vielleicht irgendwie auf der Straße mal irgendwie eine Auseinandersetzung hatten. Wie ist der Unterschied, wenn man von einer blanken Faust getroffen wird oder zum Beispiel mit einem Boxhandschuh? Also ich finde tatsächlich, mit der blanken Faust ist nicht ganz so eklig wie mit einem Boxhandschuh.
Mit einem Boxhandschuh hast du einfach eine größere Fläche, die deinen Kopf total durch die Gegend schüttelt, ja. Und das ist bei der bloßen Faust nicht so. Klar, es ist ein härterer Aufschlag und natürlich entstehen auch schneller Cuts, aber wenn man jetzt quasi Bärnacke kämpft, ist es auch nicht so, dass du kommst und mit der vollen Wucht zuschlägst, weil die Hände einfach mal ganz schnell aufgeben und brechen. Danke. Jeder, der so mal die Hand gebrochen hatte, weiß, was das für ein Spaß ist, im Kampf sich die Hand zu brechen. Ich habe mir selbst mal die rechte Hand zertrümmert, die Handwurzelknochen zertrümmert und das ist kein Spaß. Wie viel kriegst du für einen Kampf bei King of the Streets? Kannst du das verraten? Das ist tatsächlich von Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlich. Also ich würde sagen, es geht je nach Relevanz. Ich will mich jetzt hier nicht als unbedingt relevant darstellen, aber es ist halt auch nach Können und so, ne? Aber das kann man so nicht verallgemeinern. Will ich auch gar nicht. Also man sagt so, der erste Kampf so bis 500 Euro ungefähr, ne? Aber wie gesagt, ich werde da jetzt nichts Genaues sagen. Das muss man schon selber mit dem Kämpfen herausfinden. Das ist schon wild, Mann. Für 500 Euro dort mitten auf der Straße auf Asphalt sich gegenseitig. Ey, ihr seid schon ein bisschen verrückt auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass halt Aufenthalt und Hinfliegen, Begleitung zum Teil auch. Also wenn ich jetzt meinen Trainer quasi mitnehmen würde, wird das auch für ihn bezahlt. Der Aufenthalt und die Anreise. Und ja, es ist schön. Du hast ein schönes Wochenende in Schweden quasi. Kämpfst eine Runde und je nachdem, wie es dir danach geht, machst du dir noch weiter ein schönes Wochenende. Wie finanzieren die das Ganze? Das ist das auch, was mich jetzt interessiert, weil die zahlen ja das Preisgeld. Ich weiß ja jetzt nicht, ich denke nicht, dass die YouTube-Einnahmen das Ganze decken können. Haben die da so große Sponsoren, die da Bock drauf haben? Also es gibt einen Sponsor, das ist Ascari Fightwear. Könnt ihr mal abchecken. Man muss natürlich ganz klar die Pay-Per-View-Einnahmen sehen, die da reinkommen. Also es wird halt von extrem vielen gekauft und wenn man jetzt schaut, so ein Pay-Per-View kostet 15 Euro. Und wenn da mal 1000 Leute gucken oder so, dann ist das schon mal das erste Geld. Mhm. Und wenn Zuschauer vor Ort auch noch sind, die das Merchandise, also die T-Shirts zum Beispiel, die bringen natürlich auch noch einen Haufen voll Kohle ein. Die werden relativ teuer verkauft, die kosten pro Stück, glaube ich, 40 oder 50 Euro. Aber dadurch, dass es was Exklusives ist, kaufen es die Leute halt und das auch in großer Menge. Krass. Und somit wird halt auch was gut reinkommen. Aber über die finanziellen Sachen dahinter habe ich leider, oder will ich auch gar nicht, richtig den Einblick haben. Die streamen das Ganze auf YouTube, glaube ich, oder? Streamen die ihre Kämpfe auf YouTube? Also mittlerweile haben sie ein eigenes Portal, also die King of the Street Seite an sich, streamt das jetzt über ihre Seite quasi. Ah, okay. Ja, okay, ich glaube, auf YouTube wäre das auch wieder so eine Sache, ob das durchgeht oder nicht, ne? Ne, die Anfänge waren tatsächlich, dass es auf Instagram gestreamt wurde. Da hat man dann einfach den Zugang zu einem privaten Profil bekommen und dieses Profil hat dann quasi gestreamt. Wie schätzt du das Kämpferniveau ein? Muss man schon was auf dem Kasten haben oder kann da mehr oder weniger jeder auftauchen? Es kann absolut jeder auftauchen. Wie gesagt, also bei der Paarung wird schon aufgepasst. Wobei man sagen muss tatsächlich, dass da zum Teil Kämpfer sind, die auf dem Weltklasse-Niveau sind. Also es melden sich auch immer mehr Leute, die aus sehr, sehr bekannten Kampfsportbereichen kommen, zum Beispiel Bellator oder ONE. Krass. Das darf man mittlerweile schon gar nicht mehr so unterschätzen, weil es wird halt immer größer und immer populärer. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze noch ein sehr, sehr großes Ausmaß annimmt. Das Problem ist halt mit den Verträgen der Kämpfer. Ne? Also wenn jetzt ein Bellator-Kämpfer auf einmal bei KOTS im Käfig steht, ob das so gut für seinen Ruf ist, das würde ich bezweifeln. Tom sagt, dass man, wenn man Streit hat, jemanden herausfordern kann. Ist das schon mal passiert? Nicht, dass ich wüsste. Wobei, doch, ich weiß, dass es einen Kampf gibt, quasi als Hate-Match, wo zwei, ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon befreundet waren, aber da gegeneinander gekämpft haben, die mittlerweile sehr, sehr gut miteinander befreundet sind. Was eine Love-Story. Erstmal sich gegenseitig auf die Fresse hauen und danach befreundet sein, geil. Ja. Jemand hat gesagt, wie kommt man dazu, dort live vor Ort zuzusehen? Wenn man im Freundeskreis einen Kämpfer hat, dann sehr wahrscheinlich eventuell versuchen, Kontakt dorthin zu kriegen. Wer auf die Seite bei Instagram schaut, der wird auf eine Telegram-Adresse quasi zurückgeführt.
Und vielleicht mal da anfragen. Also jetzt so der 0815. Oder selber kämpfen. Okay, also der 0815-Typ, der gerade irgendwie Bock hat zuzuschauen und dort niemanden kennt, wird da höchstwahrscheinlich nicht eingeladen werden. Er ist zu exklusiv. Nee, nee. Dafür ist es noch ein bisschen zu undercover. Okay, eine Frage noch. Hast du noch vor, mal größer zu kämpfen außerhalb von King of the Streets, also auf einer anderen, etwas professionelleren Ebene anscheinend? Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Habe ich auf jeden Fall noch vor. Ich habe bis jetzt erst einen Profikampf, da habe ich in der Ukraine gekämpft. MMA-Kampf war das, ne? Ja, der ist auch bei YouTube drin. Den habe ich gewonnen. Aber ich würde auf jeden Fall noch weitere MMA-Kämpfe im Profibereich machen. Ich sag mal so, ich verabschiede mich erstmal für heute. Mach's Jo. gut, hab noch einen Schönen schönen Abend, viel Abend, pass auf dich Spaß auf. noch, ne? Jo, ciao. Ciao, ciao, Mann. Wild, der Junge, ne? Ah, stimmt. Insta von ihm vielleicht noch mal kurz zeigen. Ich möchte noch mal ganz kurz Werbung vielleicht für ihn machen. Zeige ich euch noch mal kurz sein Insta-Profil, da könnt ihr ihm gerne folgen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, was der Kollege noch die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre macht. Hier, das ist sein aktuelles Instagram-Profil. Tom-NBT-MMA-. Ist mittlerweile sein neuer Account, der hatte vorher nämlich einen anderen. Der wurde allerdings gesperrt. Jetzt hat er, wie gesagt, einen neuen Account hier am Start, ja. Also, checkt auf jeden Fall kurz seine Seite ab, wenn ihr möchtet. Hinterlasst ein Follow, ist ein guter junger Mann, der, ich denke, in nächster Zeit noch einige sehr, sehr spannende Videos bringen wird.